Leute, was geht ab? Wir waren gerade einfach unterwegs im Auto. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? Mitten in der Nacht, ich glaube 1:30. Junge, wollen gerade nach Hause fahren. Auf einmal, wir haben... Hat der Game Master uns eine SMS geschrieben? Wir haben jetzt 1:37 Uhr. 1:37 Uhr, Leute, ihr seht es. Ja, Mann. Und der schreibt uns eben. Eiskalt. Calvin, du hast in der letzten Challenge gewonnen. Hast du ja, ne? Wo ich auf das Klettergerüst geklettert bin, ich war der Erste. Gewonnen! Nein! Gewonnen! Nein! Du hast der Erste. Ich hab mich eh gewundert, wann schreibt der? Stimmt, ich der hat gar keine Belohnung gegeben. Genau, was bekomme ich? Ja, und der hat geschrieben, schreibe dann so Hand-Emojis. Diesen Emoji. Genau, wenn du deinen Gewinn entgegennehmen willst. Oh, also ja. Calvin hat jetzt die Chance, seinen Gewinn anscheinend einzulösen. Er muss nur diesen Emoji schicken. Ja. Und klingt schon fast so einfach, um schön zu, um wahr zu sein. Ich schwöre. Aber du hast ja die Challenge gewonnen, ne? Genau, da dürfte jetzt eigentlich kein Haken sein. Eigentlich bekomme ich jetzt nur noch meine Belohnung. Ist so. Es wäre jetzt verrückt, wenn ich eine Challenge das machen würde. Falle und meine auf Belohnung. Einmal. Ja, Mann, oder? Würde ich jetzt verarschen. Also. Aber es, ich denke mal, die Belohnung kommt, oder? Genau, ich habe den Mut bewiesen. Das war ja der Sinn der Challenge, also die Hintergeschichte, dass wir unseren Mut beweisen. Genau. Mit dem 10-Meter-Klettergerüst da. 15-Meter-Klettergerüst. 15 Meter war das, ne? 15 Meter. Ja, noch krasser. Haben wir mal ganz genau nachgemessen mit dem Geodreieck, Leute. Ja, und wir haben auch gesagt, wenn man da runterfliegt, dann ist vorbei. Ja, Mann. Also Leute, wenn wir weiter seine Challenges machen sollen, Daumen hoch dafür. Ja, Mann, die sind nicht ohne. Sind nicht ohne. Also ich habe echt Höhenangst und das war echt eine Überwindung für mich. Mann, mulmiges Gefühl. Ich habe jetzt nicht Höhenangst, aber ich habe trotzdem so gedacht, oh. Wenn du einmal aus, es war noch regnet, wenn du einmal einen falschen Griff machst oder ausrutschst, dann kann der sonst was brechen. Genau, du knallst gegen alle Seile. Genau, und dann musst du Glück haben, noch sanft aufzukommen. So. Deswegen war eine krasse Challenge. Ja, Mann. Also, ich hoffe, die nächste werde ich gewinnen. Aber wer weiß, was überhaupt die Belohnung ist. Ne? Eben. Also, ob es überhaupt eine Belohnung ist. Also, man kann den Braten nicht steigen. Würdest du sagen, du willst das, willst du mal antworten, oder? Ja, ich werde auf jeden Fall den Emoji jetzt schreiben. Echt? Also, bist du safe. Bist du ready dafür? Ich bin ready, Mann. Okay. Als ob du jetzt sagen würdest, mach das nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch noch, aber ich würde es glaube ich auch machen. Ja. Mit Vorsicht genießen, weil ich gucke dann auch, was er antwortet. Ja, Mann. Weil wenn er jetzt sagt, hier gehen den Kerker, gehe ich nicht rein. Weißt du, Leute, würdet ihr dem jetzt schreiben oder nicht? Ich glaube, jeder würde dem schreiben. Ich glaube schon. Doch. Weil wenn ihr schon so eine Challenge gemacht habt, dann wollt ihr auch wissen, was bekommt ihr dafür. Auf ne? jeden Fall. Okay, dann sollen wir dem schreiben. Ich würde sagen, schreiben den jetzt, ja. Okay, Leute. Und Leute, bevor wir den Emoji schicken, grüßen wir SFO. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch uns begrüßen wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt einen Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv und ihr habt die Chance, hier im Video eingeblendet und von uns gegrüßt zu werden. Viel Glück! Okay. Bist du bereit zu schreiben? Ja, Mann, ja, Mann. So, wir schreiben jetzt die Antwort, die Hand-Emoji. Okay, wir machen die Bildschirmaufnahme an in 3, 2, 1, go. So, okay. Okay, schreibe Hand. Ich schreibe jetzt ein Emoji. Wenn du ready bist. Ja, Mann. Suchen wir mal diesen Hand-Emoji, ob der da ist bei Emojis. Das ist nicht die Hand. Soll ich genau die Hand nehmen? Ja, nimm genau die. Such die mal. Genau die? Genau die. Ich gebe mal ein. Zum Glück kann man das mittlerweile hier eingeben. Mhm. Hand. Boah, ich finde die nicht, ne? Ist das für eine Hand? Ah, da, da, da. Ja, ja, ist okay. Ah ja, du musst... Oh, shit. Schreib du lieber nicht, dass er noch sieht, dass ich das geschrieben habe. Aber okay, er hat geschrieben. Oh. Alles klar. Okay, sehr gut. Okay, okay, krass. Okay, schreiben wir... Man könnte es auch bestätigen halt, ne, so. Okay, wir sind bereit. Ja. Weil wir wollen ja keine Fragen stellen jetzt. Genau, genau. Einfach trocken. Ist so. Wir sind ready. Guck, ob der schreibt. Gespannt, ey. Oder was er jetzt erwartet von uns, Alter. Okay. Oh, er hat geschrieben, wir müssen uns dafür in dieser Nacht treffen. Sehr spontan. Yo. Diese Nacht? Einfach in dieser Nacht. Also er will jetzt direkt uns treffen, Alter. Ich wollte eigentlich schlafen gehen, Mann. Ich auch. Alter. Boah, ich will schön in meinem Bett pennen. Okay. Sollen wir es machen? Sag mal so. Wir haben keine Wahl fast, ne? Leute. Leute, es ist zwar spät und so, aber du willst die Belohnung geben. Ja, ich will ja, ich will ja die Belohnung. Sonst kriegst du die wahrscheinlich nicht. Ja, nicht, dass dann heißt, ja, okay. Nicht, dass dann heißt, wir haben die Challenge irgendwie nicht. Wir wollten den Gewinn nicht, genau. Das wäre schlimm. Okay, Mann, einfach. Okay. Wir ziehen durch, Mann. Krass, ich bin gespannt, wo der sich jetzt treffen will. Ne? Ja, sehr gespannt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht extrem weit weg oder so. Oh, jetzt schrieb, es gibt eine Bedingung, die erfüllt werden muss, um das Treffen stattfinden zu lassen. Okay. Das hört sich jetzt schon wieder komisch an. Jetzt wird's creepy, Mann. Also das hört sich jetzt gar nicht gut an. Das ist unangenehm. Sehr unangenehm.
als ob das Ganze wieder so einen Haken hat. Ne? So, man kann gar nicht genießen, den Gewinn anzunehmen, direkt wieder sowas. Ja, Mann. Okay, Akku geht gleich auch leer. Also. Ja, man muss da. Das ist jetzt sehr creepy. Sehr spontan, wir müssen gleich irgendwie versuchen zu laden. Ja, Mann. Okay, sollen wir darauf antworten, oder? Oh, er hat geschrieben. Oh. Calvin muss ganz alleine zu dem Treffpunkt kommen. Also ich muss ganz alleine kommen. Okay. Yo. Leute, ist das eine gute Idee oder nicht? Ey, das ist zu viel, oder? Das ist eigentlich uncool. Du musst alleine da hinkommen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde jetzt ungern alleine da... Meinst du, wir können irgendwie dribbeln, dass du heimlich mitkommst? Boah, ich weiß nicht. Leute, habt ihr eine Idee? Wenn du damit einverstanden bist, schicke einen Haken. Boah. Oh mein Gott. Leute, wir müssen überlegen, ob wir das machen. Alter, was? Überleg mal, es ist nachts. Ich soll alleine ihn treffen. Wo auch immer das ist, ne? Stefan im Wald. Mhm. Alter, das ist gefährlich. Traust du das zu? Alleine? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, wohin es geht. Ich muss jetzt bestätigen, obwohl ich nicht mehr weiß, wohin es geht. Das ist eklig. Leute, ich glaube, ich bin sehr skeptisch. Ich will eigentlich ungern, dass du da alleine hingehst. Vielleicht können wir. Na, ich weiß nicht. Aber nicht, dass der irgendwann beobachtet und wir schmieden ja Pläne, wie wir dribbeln wollen, Leute. Boah. Leute, Daumen hoch, wenn wir diesen Haken schicken sollen. Ja, einen fetten Daumen hoch. Schreibt in die Kommis, was wir sonst machen sollen. Ja. Ich weiß nicht. Lass doch ein bisschen überlegen. Vielleicht einen Kaffee holen oder so. Ich würde auch. Ich würde jetzt noch nicht. Wir dürfen sich überstürzen, oder? Boah, ihr meint es eh schon genug. Was sagst du, würdest du jetzt hingehen wollen oder nicht? Also traust du dir zu, alleine dich mit dem zu treffen? Ich darf ja nichts fragen. Ich würde eigentlich erst mal fragen, wo ist das denn? Ja. Das ist kein Bild. Ein Bild von uns geschickt. Klick mal drauf. Oh mein Gott. Warte. Sind das wir? Jo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist von hier vorne. Das ist von hier vorne. Vorne irgendwo. Jo. Das ist hier vorne. Ey. Ey, Leute, der war genau. Leute, das war dieser Winkel. Genau der Winkel hier. Boah, Leute. Ey, ich mach jetzt Handylicht. Winkelgasse, Bro. Ich glaube, bei der Kamera ist mehr Licht. Ja. Warte. War der hier im Busch oder was? Bruder, der ist ja im Busch. Digga, ich muss da rein, Alter. Der chillt hier im Busch. Aber hier ist überall Dorn. Pass auf. Nein. Hier sind Zecken und so, Bruder. Ich mach nicht. Ja. Ey, vielleicht hinterm Baum oder so. Was ist hier, Leute? Oh mein Gott. Leute. Ist doch krank. Was geht hier ab? Leute, der ist einfach hier. Ich will noch gucken, ob der der hat uns die ganze Zeit in unser Face geguckt, während er mit uns geschrieben hat. Bruder, wohin? Ich guck, ob wir auch einen Eingang haben. Leute, wir müssen gucken. Und? Nein, Mann, alles zugewachsen. Ja, aber kein. Krank. Bruder. Ey, Leute, der hockt hier im Wald. Da ist ein Zaun, Alter. Der hockt hier irgendwo. Aber der hat doch schon in unser Face geguckt. Ja, Mann. Der ist bestimmt abgehauen und hat dann das Bild geschickt. Safe. Bestimmt geschickt, direkt reingegangen. Alter. Kannst du keiner erzählen, Mann. Leute. Was geht hier ab? Ey, schnell das Auto. Nicht, dass er unser Auto klaut. Junge, wir lassen hier unsere Tür auf. Wir werden unvorsichtig. Wir müssen überlegen. Wir müssen einen Plan schmieden jetzt. Komm ins Auto, mach zu. Mach das Auto zu. Wir haben gar nicht rausgeguckt, Leute. Alter. Der chillt hier einfach. Vor allem dieses Licht, das blendet uns. Wir haben gar nichts gesehen, was draußen abgeht. Wir waren so abgelenkt, ne? Ja, Mann. Leute. Was sollen wir machen? Leute, Mann. Bruder. Erstens, ich soll alleine auftauchen. Das ist schon mal uncool. Das ist komplett uncool. Also, warte, das Handy. Der hat was geschrieben. Der hat die Koordinaten geschickt. Bro, es ist deine Entscheidung. Digga, das kann aber überall sein. Das kann im Wald sein. Der hat einfach nur Koordinaten geschickt. Wir dürfen nichts fragen. Das ist gerade das Schlimmste, was passieren konnte. Wir wissen gar nicht, wo das ist. Wir dürfen eh nichts fragen. Er hat nur trocken. Oh mein Gott. Und nachdem er uns hier gestalkt hat. Leute, Daumen hoch, wenn Calvin da hin soll alleine. Leute. Schreibt Tipps in die Kommis, wie wir es vielleicht dribbeln können, dass ich vielleicht doch. Genau, schreibt unbedingt Tipps. Was sollen wir tun? Wie sollen wir da hingehen? Ich kann es ja irgendwie. Dass wir irgendwie vielleicht. Wir wollen sie nicht zu laut aussprechen. Sag lieber nichts. Leute, ihr wisst auf jeden Fall, was die Frage ist. Oh mein Gott. Wie sollen wir das anstellen? Leute, Daumen hoch, wenn Calvin hin soll. Also erstmal fetten Daumen hoch. Und wie sollen wir das anstellen? Oh mein Gott. Wie sollen wir das machen? Ich kann doch nicht alleine hingehen. Ich bin dann. Leute, wir brauchen noch Hilfe! Ja, Mann, in die Kommis bitte. Leute, hilft uns! Bitte Tipps in die Kommis. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Leute. Der chillt hier irgendwo. Mach mal Auto zu, bitte. Mach mal Auto zu. Ja, Mann, wir verriegeln alles. Okay, wir müssen überlegen. Leute, wir parken erstmal oben in Sicherheit und dann hoffen wir auf eure Tipps. Ja. Schreib's in die Kommis, Mann. Oh mein Gott, ich bin so angespannt gerade. Allein, dass uns hier gestalkt hat und so.